dachte, ihr seid gegen Elektrizität und sündhaftes Zeug von früher. Naja, es gibt Ausnahmen. Besonders für Soldaten. Wie praktisch. Aber Höhen sind mir lieber als Spinnen. weitergeben. Der Waffenstillstand ist vorbei. Sie haben eine unserer Gruppen überfallen. Wir müssen unsere Stärke beweisen. Versammelt einige unserer stärksten Soldaten und dringt tief in ihr Gebiet ein. Das Ziel sind alle Wolves, denen ihr begegnet. Für die Botschaft, die wir übermitteln müssen, gibt es keine Altersgrenze. Wow. Arschlöcher. Du magst also diese Prophetin, obwohl ihre Anhänger dich töten wollen? Sie würde das nicht wollen. Ihre Schriften handeln nicht von Gewalt. Das solltest du deinen Leuten sagen. Wir haben keine Leute gesteinigt oder erhängt, als sie noch lebte. Ihre Worte werden einfach verdreht. Lies die Schriften. Okay. Meinte, da kommt man hoch. Nee, sie kann nicht mal auf die Paletten klettern. Na dann. Laden wir mal ein bisschen alles nach. Das schadet nicht. Hier ist wirklich nichts zu plündern. Echt jetzt? Das gibt's ja gar nicht. So viel Fläche für nix. Was haben sie sich dabei nur gedacht? Halt, da war was. Nee, es war eine komische Reflexion am Bildschirmrand. Okay, schade. Dann mal hoch. Komm nicht hier oben. Was ist das, verdammt? Das ist die Brücke. Nev, komm mir nach. Fuck. Ganz langsam. Nee. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Es sieht schlimmer aus, als es ist. Aber das ist überhaupt nicht hoch eigentlich. Guck mal. Wenn wir da runterfallen, passiert gar nichts. Das hier. Das ist jetzt eher das Problem. Ich glaube, der Dialog ist zu früh gekommen, weil ich so lange gebraucht habe. Ich glaube, das Ding hier oft benutzt? Genau. Ja. Du lügst doch. Tu ich nicht. Ich meine, es ist nicht die beliebteste Route. Oh mein Gott. Guck, einfach nicht nach unten. Und warum können die hier die Bretter nicht anständig verlegen? Was soll denn das hier? Warum machen die denn hier so ein Hindernisparcours draus? Wie fühlst du dich? Ich warte noch auf die wahre Stärke. Kühl. Cool. Was? Ach, nichts. Was läuft da zwischen dir und deinem Freund Owen? Mein Gott, Lev! Jetzt? Ihr habt verkrampft gewirkt. Geh einfach! Oh, Gott sei Dank. Geschafft! Na los! Können wir mal kurz beeindruckt von mir sein? Noch nicht. Lev, komm her, lass dich umarmen. Das wirst du gleich bestimmt nicht mehr wollen. Wieso? Wieso? Siehst du gleich. Oh mein Gott. Warum mache ich das? Weil hier Loot liegt. Deswegen machen wir das. Gut gemacht, Abby. Ich bin stolz auf dich. Loot ist gut. Und jetzt zurück. Jetzt habe ich auch wieder mein volles Bewegungsrepertoire. Ich konnte vorher nicht sprinten. Sowas nervt mich. Oh. Ach du Scheiße, Lev! Alles wird gut. Sieh mich an. Shit. Das ist aber auch wirklich... Da muss man keine Höhenangst haben, um da durchzudrehen, wenn man sowas sieht, oder? Oh Mann, ey. Keine Angst hast. Komm mir nicht mit der Prophetin. Höhe macht mir keine Angst. Was dann? Der Ozean. Hunde. Ach du Scheiße. Ja,
Der Nebel verzieht sich. Das hat mir eine schöne Aussicht eigentlich. Oh mein Gott. Fast geschafft. Dass sie überhaupt, also, ich meine, wenn sie so Angst hat, dass sie nicht auf allen Vieren drüber krabbelt. Ah ja, genau, genau so. Genau das meinte ich. Dass sie überhaupt aufstehen kann, ist irre. Ich kann das nicht. Doch, du kannst. Ich kann nicht. Aber du wirst. Komm schon. Wahre Stärke. Wahre Stärke. Wahre Stärke. Okay, fast geschafft. Du schaffst das. Vorsicht. Vorsicht. Fahr. Fast geschafft. Okay. Oh mein Gott, ey, das ist aber auch bescheuert, was die hier konstruiert haben. Mir ist schwindelig. Scheiße! Ah. Happy! Halt dich fest! Sieh mich um! Ich glaube. Abby hat bestimmt ihre 80 Kilo oder so, wie die aussieht, ne? Ich glaube nicht, dass Lefty einfach so hochziehen hätte können. Noch dazu mit Equipment und so. Bereit? Gib mir eine Sekunde. Bitte. Okay. 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 Cool bleiben, Hase. Cool bleiben. So. Wohin jetzt? Ich weiß nicht. Was meinst du? Das ist das richtige Gebäude. Aber in diesem Teil war ich noch nie. Die Brücke führt zur Rückseite des Gebäudes. Das hier ist neu für mich. Okay, gut. Mal sehen, ob wir irgendwo runterkommen. Pool Rule. Hier ist falsch geschrieben, da müsste schreiben The Pool Rules. Ja, nicht nur Pool Rules, obwohl Pool Rules. Stimmt. Wenn das der schlimmste Teil war, haben wir Glück gehabt. Vielleicht war es kein Glück. Vielleicht aber schon. Manche Wolves glauben an Gott. Ich hörte sie beten. Tja, ich nicht. Wenn ich sterbe, sterbe ich für mich. Und was machst du dann hier? Warum bist du zurückgekommen? Schuldgefühl. Warum? Du schuldest uns doch nichts. Ich wollte ein bisschen lastlos werden. Es macht auch Abby eben so sympathisch, weil sie quasi im Grunde unter ihrer Rache an Joel auch leidet und jetzt meint, sie müsste mit den beiden Kindern wieder was gut machen im Grunde. Karma, ihr schlechtes Gewissen ausgleichen. Während Ellie total durchdreht und eine mordende Irre ist, der alles scheißegal ist. Und die nicht nur sich selbst und alle Unschuldigen, sondern auch ihre besten Freunde mit reinzieht und ihr ist alles scheißegal. Freies WLAN, Passwort 12, das ist ein Safe. Das ist eine Safe-Kombination. Wartet mal kurz, die schreibe ich auf. Da kommt noch ein Safe bestimmt dafür. 12... Moment mal, ich habe 19. Warum? Hä? Warte, vertippt. Hilfe. 1,8 und 7,9. Okay. Hallo, der Cluedo. So, hier müsste es Abby doch gefallen, oder? Willst du nicht ein, zwei Handeln einpacken? Nee, die haben ja auch einen gut ausgerüsteten Trainingsraum in ihrem Heimatstädtchen, in ihrem Diamond City. Das sieht man ja sogar. Da geht man sogar durch. Ich meine, irgendwo müssen die Muskeln ja herkommen. Klar.
Aha, und da ist ein Safe. Ich habe zwar den Zettel nicht gefunden, auf dem steht, die Kombination ist das WLAN-Passwort, aber ich bin mir sicher, dass der Zettel auch irgendwo liegt und ich bin mir sicher, oder? Das ist kein Zufall, dass da das WLAN-Passwort so prominent rumhängt und dann auch noch zufällig sechsstellig ist. Na, also, sage ich doch. Das hat echt geklappt. Bam! Weg damit. Sie sagt sogar, das hat echt geklappt. Das ist witzig. Ich glaube, das Spiel weiß, dass ich den Zettel noch gar nicht gefunden habe. Achso, warte mal, Klebeband ist voll. Ich brauche für nichts Klebeband. Was? Ja gut, okay, von mir aus. So, Treppen. War ich hier schon? Nee, hier war ich noch nicht. Hier waren wir noch nicht. Aha, da ist bestimmt der Zettel von wegen, der Schatz ist das WLAN-Passwort. Bitte lasst während eurer Schicht keine Werkgegenstände herumliegen. Es gibt einen Safe in der Abstellkammer in der Lobby, der Code ist gleich. WLAN-Passwort. Bin quasi Visionär. Ich will die Scheibe einhauen. Ah, das ist so befriedigend, in dem Spiel die Scheiben einzuhauen. Vor allem, wenn irgendwas drauf ist. Das ist schön. Ja, das stimmt. Das ist ja auch Ellies Grundmotivation. Man kann ja in Ellies Handeln viel reininterpretieren. Bei logisches Ellies Handeln überhaupt nicht, durch die Bank nicht. Da gibt es ja viele Bewegungsgründe. Aber dass quasi Abby Ellie die Chance genommen hat, sich wieder mit Joel zu versöhnen, ihm zu vergeben, das dürfte wahrscheinlich schon eine wichtige Triebfeder sein. Hier kommen wir runter. Wenn wir warum es zur Straße sie schaffen, so extrem genau blind hasst. Nur eine Leiche. Einer von euch? Nein. Sieh dir die Kleidung an. Hier. Ist ganz schön dunkel. Oh, so geht das also. Seb, Victor und... Das Gebäude sollte geräumt werden. Seb, Victor und Iron sind tot. Avery und Maylee werden vermisst. Und ich wurde gebissen. Das Nest war größer, als wir gedacht haben. Oh-oh. Wenn die unglücklich... wenn die unerfolgreich waren, das Nest zu räumen. Manchmal fallen mir die deutschen Worte nicht ein. Und dann übersetze ich die englischen und dann merke ich so, das ergibt gar keinen Sinn. Wenn die es nicht geschafft haben, das Nest zu räumen, ist das noch da. Das ist alles, was ich sagen wollte. Das Nest war größer, als ich gedacht habe. Ich wollte es hochjagen, aber die verdammten Zünder waren defekt. Typisch, dass mich letztendlich die Unfähigkeit der verdammten Fedra umbringt. Lev, sind Infizierte in diesem Gebäude? Wir sind immer mit dem Aufzug runtergefahren, also keine Ahnung. Yes. Cool, dass die alte Jagdpistolen haben, die Fedra-Leute. Komisch für so eine Militäreinheit, aber günstig für... für meinen Munitionsvorrat. Moment, geht's da weiter? Wahrscheinlich. Na dann. Genau, das ist eher so eine Fedra-Waffe, hätte ich gemeint. Stimmt eigentlich, das Gewehr vergesse ich ganz. Da habe ich jetzt auch schon ein bisschen Munition. Vielleicht sinnvoller, gerade aktuell... als die Armbrust. Vielleicht. Sporen. Masken auf.
Ich hab keine. Glaubt ihr Typen nicht an Gasmasken? Wir waren auf der Flucht. Lass mich sehen, was ich finde. Bleib hier. Zurück. Zurück. Weiter. Futsch. Futsch. Wenn du stirbst, sitze ich hier fest. Da brüllt gleich mein kleiner Löwe. Dann bete mal, dass ich es schaffe. Okay. Gasmaske. So, jetzt wartet mal. Es ist nämlich gerade war gerade ein Kontrollpunkt, hat gerade automatisch gespeichert. In ein bisschen mehr als 15 Minuten beginnt die PlayStation-Konferenz. Und weil ich da eben ziemlich viel umstecken muss und es da immer wieder kleine Fehler gibt und technische Sachen, die ich ausbügeln muss, machen wir jetzt lieber Schluss. Ich mache jetzt hier einen Cut, den Stream aus. Aber ich versuche, dass ich um 5 vor ungefähr ein paar Minuten vor 10 online gehe. Wenn ihr die PS5-Konferenz sehen wollt, macht vielleicht einen zweiten Tab auf, wo ihr vorsichtshalber den Stream schon mal vorbereitet, falls ich es nicht pünktlich schaffe. Aber ich gebe mein Bestes, dass wir das hier gemeinsam schauen können. Genau. Dann danke fürs Zusehen soweit. Und dann sehen wir uns in wenigen Minuten wieder hier. Bis gleich.